Also, er möchte nur das Schwert und den Handschuh, primär. Aber ich glaube, er wäre auch schon mit dem Helm ansatzweise anfänglich zufrieden. Will er jetzt den Helm oder will er die Handschuhe und das Schwert? Will alles zurück, was in seinem Grabmal lag. Was ist das für ein Ort? Wir haben das Handschuh und das Schwert nicht. Ardo, würfel mal Initiative, beziehungsweise, nee, Intuition. Ich würde jetzt gerade eh schon mal meinen Rucksack abnehmen wieder. Intuition. Nee. Leider bist du überrascht, als der Speer, der sich in der hinteren Saals, da wo Kasim eben stand, bei der Statue, rast heran durch Geisterhand und durchbohrt dich. Ah, die blöde Sau. Sag mal Schaden an. Ja, nur ein W6 plus 8 sind 12 TP. Also nur 4. Und ein Angriff zum Niederwerfen. Ne, warte mal, was habe ich gesagt? 4, 7, Du hast einen 5 Armatrotz, Treffen. ne? Ja, der Armatrotz retten mir gerade den Arsch. warte kurz. Was Niederwerfen, was heißt? muss ich bei Niederwerfen machen? Körperkraft. Körperkraft. Zum Glück habe ich die auf 16. Gut. Ist, glaube ich, erschwert um den Schaden über deine Körperkraft. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Bist du unter meiner Körperkraft? Ich habe 16er. Genau. Und um Gut. die TP. Genau. Ja, genau. Und das waren 4 plus 8, also reicht. Also, Ja, warte. du wirst zurückgeworfen, merkst du wohl, wie der Speer durch deine Rüstung hindurch schlich, auf der anderen Seite wieder rauskommt. Ah! Gleichzeitig geisterhaft und nicht physisch, dann aber wohl mit einem Tocken direkt vor dir in den Erdboden sticht. Sekunde, jetzt muss ich Rachsucht würfeln. Gerne. Rachsucht gegen Geist ist besonders von Vorteil. Werter Ja. Geist, was? Ihr seid nur menschliche Diebe. Wir sind menschliche Diener der Götter. Wir sind im göttlichen Auftrag hier. Welchen Gottes? Brondras. Er guckt ein bisschen, als ob er es nicht verstehen würde. Ich diene Sersal. Im Vergehen. Ah, beschissener Geist! Und dann nehme ich Dem den. Vergehen. Wie das Prinzip des Eises oder eher wie der Rabengott? Tod und Zerstörung. Vorzuge Wiedergeburt, aber. Was redet der Kasim? Und warum hat er einen Speer nach mir geworfen? Kasim sieht höchst interessiert diesen Geist an. Jetzt sprich! Er erklärt uns gerade, was für ein Ort das ist. Und was ist es? Ein Naja, Tempel eine der Art. Zersal. Darf ich auf Götter und Kulte würfeln? Spezialisierung kriege ich Der später. oder des. Ja, kannst du machen, ist erschwert um 15. Elfengötter zählen. Ja, Todesgötter nee. auch. Ist Caesar ist ein Todesgott? Ist ein Scheiß. Ja, Zersal ist ein Todesgott. Doppel 1 geht immer. Ey, ist sogar gelungen. Du Holy shit. hast in den verbotenen Archiven der Filiasson-Saga gelesen, dass es wohl eine. Die Elfen, du weißt nicht genau, welche es waren, haben eine Vielzahl an Göttern angebetet. Unter anderem Pyr, dann noch eine Gottheit, die die Wandlung beschrieb, aber auch Sersal. Tod, Vergänglichkeit, aber auch das Leben. Erinnere Also. ich mich auch an die Passage aus der Filiasson-Schriften, wo sie in dem Grabmal waren und da auch komische Dinge passiert sind? Sie waren in einem Grabmal, das war aber kein Zersal-Tempel. Okay. Also, sie waren in einem Grabmal, ja, aber von Zersal, also du hattest, es gab wohl eine große Plattform, auf der sie mitten im ewigen Eis standen und dort diese vier Götter gesehen haben. Ja, dann werde ich jetzt mal meinen Rucksack vorsichtig aufmachen, den Helm daraus tun und einfach mal über den Boden wegkicken von mir. Scheiß drauf, wie teuer das Ding ist. Ja, es gibt keinen Kratzer, wenn überhaupt dann im Boden, denn das ist ein Ja. Durium. Aber er nickt, scheint jetzt überzeugt. Geht und besänftigt des Waldlöwen Zorn. Sagt ihm, nur im Schatten des Greifen wird er seine Bestimmung finden. Kasim, Tau, was sagt er? Der Geist verblasst. Kasim gibt das jetzt so weiter.
Vor allem diesen letzten Satz. Vermutlich. Naja, das ist ein Geist. Ich kenne mich damit nicht besonders aus. Sind wir jetzt sicher? Oder ist er noch da? Wir können ihn nur nicht sehen? Wollen wir den Helm wieder nehmen? Nein, der Helm bleibt da. Oder wir stellen ihn zurück ins Regal, wo wir ihn her haben. Außer du willst auch von einem Speer durchbohrt werden. Ah, verdammtes Drecksmittel. Lass mir mal die Wunde anschauen. Diese Zornesritter haben wohl gedacht, es handelt sich um einen alten Rondra-Tempel. Welche Narren. Der... Edo-komischer Geist. Keine Löwenstatue. Das ist, naja, so wie die Katzen draußen. Die Statuen, an denen wir vorbeigelaufen sind, haben auch alle, es waren keine Löwen, das waren Luchse. Ein weiterer Gott, oder was ist das? Und die Geisterwesen draußen im Nebel, Tau, die du gesehen hast, was war das? Groß, krallenhaft, konntest nicht genau zuordnen. Aber vielleicht könnte auch katzig gewesen sein. Luchse? Das ist ja dieser Geist des Waldkönigs oder was auch immer sie da gesagt hat. Der Waldlöwe. Vielleicht ist damit irgendetwas. Nein, keine Ahnung. Ja, Kasim geht auf jeden Fall hin, nimmt den Helm und legt ihn tatsächlich auf die Grabplatte. So als hätte man ihn mit Absicht da drapiert. Und guckt dann zu den anderen. Zwei Gegenstände fehlen. Vielleicht ist unsere Aufgabe gar nicht, sie zu bergen, sondern sie zurückzubringen. Und dem Geist wieder Frieden zu bringen. Wir haben zwei Leichen gefunden, die von Katzen gerissen worden sind. Aber keine wo Katzen. Sind die Gegenstände hin? Luchse. Während wir hier diskutieren, Ado, lass mich mal eben deine Wunde ansehen. Ja, da. Wir dachten an Löwen, aber wenn es Luchse waren, dann waren es vielleicht die Tempelwächter. Und der Wappenrock? Zornesritter. Meint ihr, die waren diejenigen, die da hier zuerst drin waren, die auch das Schwert und den Handschuh entwendet haben? Vielleicht finden wir den Erdan in Rankara Liretena. Ihr sagt ja doch, dass dieser Anführer von diesen Rittern dort ist, oder? Korrekt. Vielleicht ist unsere Mission nicht das Schwert zu bergen, sondern das Schwert zurückzubringen. Das habe ich doch gerade gesagt. Ah, Tau, was machst du da? Dich verarzten, solange es wehtut, ist es gesund und du lebst. Also gut, brechen wir auf. Das Schwert Pazifa ist nicht hier. Aber vielleicht kann uns der Anführer sagen, wo es sich befindet. Immerhin waren es seine Zornesritter. Zu erkennen an den Wappenröcken. Brechen wir auf zu Rondra Stolz von Traviniensaal. Gut, ja. Ganz kurz, können wir uns noch in den anderen Räumen umschauen? Oder wollen wir uns da noch umschauen? Solange wir nichts mitnehmen? Sollte es sicher sein, oder? Nichts? Auch nicht den Helm? Nein, gerade den Helm nicht. Schau doch mal, was das Drecksding mit mir angerichtet hat, bloß weil ich seinen scheiß Helm hatte. Nun, von mir aus müssen wir uns sicher in den anderen Räumen umschauen. Ich meine, das sind verdammte Geister hier. Gegen Luchse, die auf mich zulaufen und mich angreifen, kann ich ja noch was machen, aber Geister? Geister sind auch nur Wesen. Ich habe mir da gerade fast in die Hosen geschissen. Jetzt wollen sie uns offenbar nicht mehr. Jetzt können wir... Naja, in ihrem Sinne handeln. Ja. Kasim geht nochmal zu der Statue ganz vorne, hier. Kniet für so ein kurzes Gebet ab, weil, naja, man hat bestimmt Tod, Vergehen, Krieg. Das sind alles irgendwo Aspekte, die er mit dem Eis verbindet. Spricht ein kurzes Gebet. Oh, ich weiß schon, womit ich mit Mendarion und Valnajitzkog das nächste Mal rede. Begeister?
sehr sei. Das Besondere. Ich würde mich gerne. Ja, der Elf. Er ist doch ein Elf. Ist doch sein komischer Gott. Ich würde mich gerne mal hier in der 7 umschauen. Weil da sind wir ja eh quasi so in der Gegend, ja. Was da noch so zu sehen ist. Ja, es gibt eine Friese, die sich hier in dem Saal entlang zieht, ein Schriftband, was man sicherlich identifizieren könnte, wenn man einen Elfen hätte. Du kannst natürlich versuchen, das abzumalen, auch wenn es besonders schwierig ist, aber man müsste Astaria beherrschen. Oder Estira. Na kommt, lass uns verschwinden. So könnt ihr wieder nach oben durch die Räume treten, vielleicht einen neugierigen Blick noch riskieren in die Halle des Welkens, wo die Bilder an den Wänden erzählen, dass sich die Elfen hier zum Sterben hin verziehen, wenn sie denn sterben, einen natürlichen Tod oder ihren Auftrag erfüllt haben. Zumindest könnt ihr wieder nach oben schreiten, ohne dass ihr von geisterhaften Kreaturen angegriffen werdet. Möchtet ihr auch noch ein Luchsbaby mitnehmen? Ich schaue mal, ob ich irgendeinen Nachteil habe, was mich dazu zwingen könnte. Aber Spielsucht, Neugier, Jähzorn, Arroganz. Spielsucht ist es ja nicht. Nee, ich mache mal Arroganz hier. Vielleicht ist es ja, aber nee, ich lass das Lynx. Vielleicht kannst du ja schneller rennen als ein Lynxgeist. Gut. Das probieren wir nicht aus. Ihr bekämpft den Versuch, etwas mitzunehmen und packt Mara wieder ein und könnt dann die nächsten 2 Tage in Richtung Rancara Liretena reisen. Die Stadt, die vor vielen Jahrhunderten gegründet worden ist. Die Zwerge behaupten, sie waren es und die Elfen, auch wenn es hier keine gibt, aber andere behaupten, dass die Elfen sie als Liretena gegründet haben. Die Stadt selber ist am Berge gelegen. Es gibt auf der Westseite eine große Brücke, die allerdings belagert wird von 3 verschiedenen Heeren. Die Stadt selber ist aber links von der Seite, von der ihr kommt, aus der Silberstraße, zu betreten, wenn ihr mögt. Wird noch kurz nach euren eigentlichen Mitbringseln geschaut, ob ihr noch irgendwas zu verzollen habt, aber ansonsten könnt ihr die Stadt betreten und euch umsehen. Was wollt ihr tun? Man schaut sich zu der unserer Freundin, der allzu freundlichen Vondrianerin Junivera um. Wo finden wir diesen hochgeweihten Ordensmeister? Nun, ich war noch nicht in Rancara Liretena, aber wir werden sicherlich fragen können. Immerhin sind die Zornesritter hier bekannt. Gut. Da drüben ist ein Gasthaus. Geht da mal rein. Ja, Kasim wirft einen Blick zu Ardo und Ronga und auch zu Tau. Kommt ihr mit? Ja. Gut. Natürlich. Ardo ist immer noch von der brennenden Wunde des Speeres vielleicht ein bisschen genervt. Warum auch immer du jetzt diesem Geist helfen sollst, der dich so angegriffen hat. Aber ein Fluch gegen einen Geist zu sprechen, das ist nicht sehr klug. So könnt ihr das Gasthaus zur Fürstin Ehr betreten, wo allerlei los ist. Ungefähr die Hälfte derjenigen, die anwesend sind, sind Zwerge, die anderen sind Menschen. Gute Stimmung und ja, könnt euch umsehen. An dem Gasthaus selber steht auch eine Wirtin, die gerade Bier einschenkt. Karoshem, meine zwergischen Freunde. Die Hand Richtung den Zwergen gehoben. Das ist immer ein lustiges Volk. Auf dich, wer auch immer du bist. Magrosch. Und auf euch. Komm mal ran, soll ich dir einen Witz erzählen? Ich schaue einmal kurz zu Kasim rüber. Ihr bringt das in Erfahrung. Ja, ich lerne meine neuen zwergischen Freunde kennen. Pass auf, neuer Witz vom Hochkönig. Hat er uns neulich erst erzählt. Vor 2 Jahren erst. Der ist noch neu. Ja, dann lass hören. Ja, währenddessen sich Ronga einen guten, lustigen Witz vom Hochkönig erzählen lässt, können die anderen zur Wirtin herantreten. Ja, man schiebt, Kasim schiebt dann auch einfach Alu mal nach vorne.
zum Gruße. Na, Götter mit euch. Wir suchen diese Zornritter. Mistkerle. Die Zornesritter? Ja. Seid ihr sicher? Ja. Oh, die sind wie Bandstrahler, solltet ihr denn nicht sagen, aber... Die haben was, was uns gehört. Solltet ihr denn am besten nicht sagen, aber... Also meines Wissens sitzen die, glaube ich, mittlerweile im Ingram-Tempel. Direkt gegenüber von hier. Auf deiner Seite... Waren die im Ingram-Tempel? Ah, für mich erst ein Schnaps. Was machen die im Ingram-Tempel? Keine Ahnung, aber seitdem die da sind, habe ich den Ingram-Geweihten nie mehr gesehen. Einiger Maulwurf. Krieg ich jetzt einen guten Brand? Ja, hier. Danke. Zwergisch, mit Pilzen. Hier, für Spaß. Hat das nicht noch Zeit, bis wir beim Ingram-Tempel waren? Einer muss davor sein. Ich ex den kurz runter. Ronga! Ja, hier drüben, Mado. Komm mit. Aber ich lerne gerade Grambax ein bisschen kennen. Kannst du später machen. Du wirst nicht glauben, was er mir für einen Witz erzählt hat. Mann, der ist mega lustig. Ja, ich gehe zu Ronga, pack ihn einfach an der Schulter und zieh ihn mit. Komm schon, ihr kannst jetzt sehr gern viel Zeit. Warte, du hast den Witz noch nicht gehört. Ey, du, komm her. Ja, dann erzähl jetzt schnell. Nee, so nicht, du musst rankommen. Ja, ich geh kurz hin. Ja, währenddessen Ardo sich auch den Witz anhört, können die anderen Ronga wieder angucken, der immer noch über beide Ohren grinst. Das Ingram-Tempel. Ja. Sie neigen dazu zu trinken und impulsiv zu handeln. Trinken und impulsives Handeln muss jetzt nicht schlecht sein. Oh Gott, diese Zwerge. Ihr müsst euch den Witz auch mal nochmal anhören. Ich kann den gar nicht so sagen, wie Grambax ihn gesagt hat. Oh, Mythrael, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Er war ganz köstlich, der Witz. Los, lass uns gehen. Dann. So, was sagtet ihr? Wo befindet sich Travinian? Nebenan Ingram-Tempel. Und der Ingram-Geweihte ist anscheinend verschwunden. Verschwunden? Die da reingezogen sind. Er wurde nicht mehr gesehen. Das kann auch heißen, dass er durcharbeitet. Ja. Durcharbeiten auch muss schlafen. Wer nicht schläft, leidet. Na, da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Ja, ihr könnt, wenn ihr den Platz auf die andere Seite tretet, es sieht aus eher wie ein Patrizierhaus, weniger wie ein Ingram-Tempel, mit einem großen Wintergarten, der sich wohl im zweiten Stock befindet, wo ihr tatsächlich auch durch die verglasten Scheiben einen Rondrian erkennen könnt, der dort mit weißem Wappenrock und dem bekannten Wappen steht und gerade mit einem anderen diskutiert. Vor dem Ingram-Tempel selber seht ihr eine Wache, die auch ebenso rondrianisch aussieht. Hey du. Was heißt hier hey du? Wer bist du? Große. Auf die Knie, wenn du mit mir redest. Euer Gnaden, könnt ihr das bitte regeln? Wie sprichst du mit diesem jungen Helden? Was erdreistest du dich? Hier wird nicht gekniet, nicht auf eins und nicht auf zwei. Ich bin Junivera von Cheswick. Und du wirst uns jetzt Rede und Antwort stehen. Univera, sagt er, ja? Ja, bei Rondra, das wohl. So. Ich bin Nasgrim, Oberskier. Ich bin einer der Zornesritter hier. Und meine Loyalität gilt allein Rondra stolz. Nicht euch, meine Herren. Die nickt grimmig. Lasst uns ein. Wir wollen mit deinem Herrn reden. Also gut. Alle? Alle. Dann kommt mal mit. So werdet ihr durch den Tempel geführt. Durch das Patrizierhaus. Einen Hof. Im Erdgeschoss könnt ihr die Treppe nach oben gehen. Steht dann in einem kleinen Zwischengeschoss und könnt hier eine weitere Treppe nach oben gehen, bis ihr dann direkt in einem Wintergarten steht.
direkt vor dem Zornesritter, der euch hier mit einem geflügelten Helm anblickt, beziehungsweise er sieht so ein bisschen, erinnert euch so ein bisschen an die bornländischen Eroberer, vielleicht so ein bisschen an die Theaterritter, aber böser. Ist er wohl gerade im Gespräch und während ihr euch dann davor drapiert, gibt es auf das Klatschen von demjenigen, der euch gerade reingeführt hat, weitere Leute, weitere Rondrianer, weitere Zornesritter, die ebenso den Wintergarten betreten und sich dann hier aufrichten. Univera blickt euch an. Redet ihr mit ihm. Ihr seid die neuen Helden. Ja, ich trete mal zu dem hin und lass die anderen reden. Außer, ich werde wieder vorgeschubst. Irgendwen schubse ich vor, aber... entweder dich oder Kasim. Euer Gnaden. Wir suchen ein Schwert. Dann solltet ihr zu einem Schmied gehen. Wir suchen ein besonderes Schwert, das eventuell in euren Besitz gelangt sein könnte. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr einige eurer Brüder in den Wäldern vermisst habt, beziehungsweise wir haben eure Leichen, deren Leichen gefunden. Ihr verschwendet meine Zeit. Was wollt ihr? Sprecht schneller. Diesen Handschuh diese und Schwert, dieses Schwert. Dieses Schwert ist verflucht. Genauso wie der Handschuh. Ihr seid irre. Verschwindet von hier oder ich lasse euch einkerkern. Es wurde aus einer Grabkammer gestohlen und zwei eurer Ritter mussten dafür sterben. Haben sie beide gefunden. Tot. Ziemlich Fleisch von Luchsen. Wer glaubt das? Von Luchsen zerfleischt. Dem passiert schon sowas schon. Den beiden. Das wünsche ich keinen anderen. Ihr wollt also einem gestandenen Zornesritter Grabräuberei um die Ohren werfen? Ich hoffe, ihr habt Beweise. Ansonsten ist es ein schweres Vergehen. Und ich werde euch hinrichten. Wir haben ein Grab, dem ein Handschuh und ein Schwert fehlt. Wobei eine Statue direkt vor diesem Grabmal aufgebaut ist, wo genau dieser Handschuh und dieses Schwert zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob man so etwas einen Beweis nennen kann, aber wenn nicht das, was sonst? Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann schwöre ich bei jedem Gott, den ihr vor mir wünscht. Und ich denke, dasselbe wird auch weiter an unserer Seite tun, falls ihr mehr auf ihr Wort mehr legt als auf meins oder meiner Gefährten. Hör mal zu, Bursche. Ich bin der Herr von Rankara Liritena und hier tut jeder das, was ich sage. Und du forderst mich. Dann beenden wir es mit dem Schwert. Ich muss mal kurz nochmal Rachsucht werfen. Währenddessen wird Univera hervortreten. Sie nickt. Sie zieht ihr Schwert mit der letzten verbliebenen Hand. Also gut, ihr Helden. Ihr wurdet herausgefordert. Dies soll ein ehrenhafter Zweikampf sein. Gegen eins. Ich kümmere mich drum. Bist du dir sicher, Ardo? Ja, also Ardo hat zwischenzeitlich seinen Amatrutsch schon beendet und nickt jetzt ziemlich wütend. Ich leg Ardo noch die Hand auf die Schulter, das schaffst du schon, im Zweifel flicke ich dich wieder zusammen. Schwertmeister gegen Schwertmeister. Die Göttinnen wird entscheiden. Gut, Ardo, wenn du diesen Kampf bestreiten willst, lasse ich dir den Vortritt. Wenn der Typ mich umbringt, erwarte ich von dir dasselbe. Sag ich leise. Und dann wäre es doch kein ehrenhaftes Duell. Du musst das jetzt gewinnen. Anders geht das nicht. Du machst das schon. Also gut. Diese scheiß Ehre gerade pfeife. Ein rondrianisches Duell. Hohe Spiritualität. Dann segnet uns ein, Univera. Währenddessen wird er seinen Helm abnehmen
Und als du seine Augen erblickst, kannst du erkennen, dass sie lila leuchten. Initiative. Können die anderen, die da stehen, das auch sehen mit den Augen? Ja. Ihr dürft mal Götter und Kult würfeln. Plus 13. Oh je. Yeah. Ich habe eine 22er Inni. Okay. Dann, ihr steht voreinander, 1 gegen 1. Zumindest ihr seid an den Kodex gebunden. Er natürlich nicht. Sekunde, ich muss schnell nachschauen. Götter und Kulte 13. Er hat nur eine Initiative von 17, das heißt, er muss anfangen. Er zieht seinen Rondra-Kamm und würde zweimal zuschlagen. Du kannst ja, natürlich vorziehen. Ich ziehe natürlich vor. Ja. Ich ziehe meine Waffe zuerst und hau ihm zuerst. Gut,